Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge heute hier am Mittwoch von Medieval Engineers in der zweiten Staffel bei uns auf MikeWazard TV. Ich bin Star Ice Dragon und begrüße euch wie immer zusammen mit dem Heiko. Hallo. Der da gerade auf seinem Boot steht. Ja. Und nicht weiß, was er machen soll. Das stimmt. Segel um die Welt, Heiko. Ja, wenn der Wind richtig steht. Bestimmt stirbst du gleich beim Rauslaufen wieder. Ich bin gleich schon mal um den Nutzen gekommen. Vielleicht solltest du wirklich an den Seiten. Geländer. Warte mal. Oh Gott, ich versuche mal hier reinzugehen, ohne zu sterben. Ja, reingehen geht problemlos. Ja, reingehen geht problemlos. Ich weiß. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie breit brauchen der, dass er drauf laufen kann. Warte mal, das testen wir mal. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel. So. Auf der anderen Seite mache ich mal auch eine ran. So. Kann man da jetzt noch zwischendurch laufen? Ja. Ja, kann man. Dann läufst du weniger Gefahr, dagegen zu laufen. Oh, das stimmt. Weil du ja zwischen die beiden durch musst quasi. Also war nur so eine Idee. Ja, so meine Planken. Warte, ich brauche sie wieder hin. Kannst du sie einsammeln? Ja. Nimm die. So. Schnelle Flucht von deinem Boot, einfach runterspringen. Ich baue gerade, ich habe angefangen, was Neues zu bauen. Ich baue ein also dein Design vorne mit den schrägen diagonalen Balken vorne sieht auch nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Hat auch was. Nö, sieht auch gut aus. Ist halt anders als meins, ne? Wir halten einfach fest, beide sehen gut aus. Das ist ein guter Deal, oder? Heiko. Ja. Wir sagen einfach, beide sehen gut aus. Ja, was ich hier gerade baue, ist ein zukünftiges Beiboot. Jedenfalls ist der Plan, dass das ein Beiboot mal wird. Also quasi das Boot ist dann nur dafür da, um bei anderen Booten mitgeführt zu werden. Wie der Name Beiboot ja schon sagt. So. Ja, ist die Frage, wie lang macht man sowas, ne? Das ist, ja. Das ist eine schwere Frage. Nicht zu groß gestalten, das Ganze. Jetzt habe ich wieder einen Balken gesetzt, wo ich keinen haben wollte. Das ist immer schön. Macht immer Spaß. Ja. Was ist los, Psycho? Ja, ich bin immer überlegen, was machen soll. Naja, erweiter dein Boot, baue ein neues Boot. Guck mir zu beim Boot bauen. Keine Ahnung. Ich überlege, ob ich beide Enden, also so optisch, beide Enden so mit dieser Schräge baue bei dem Beiboot, weißt du? Ja. Aber eigentlich ist es unpraktisch, weil hinten dann mit dem Ruder und so wird sonst wieder blöd. Kann sein, weil du das im Vorhast, ne? Bauen wir doch mal mit Planken hier mein Boot weiter. Heiko, könntest du ein bisschen näher an dein Mikro ran? Du besser? Ja. Immer dasselbe, wa? So. Machen wir hier mal vier kleine Balken lang. Dann brauchen wir hier noch eins. Genau, haben wir hier eine Tür. Machen wir hier das Steuerrad dran. Und noch einen drauf. Zack. Hier wieder volle Länge. Genau. Oh, nee, volle Länge war noch eins zu lang. Zack. Passt besser. So, einmal die Packer da weg, bitte. So. Pack ich jetzt einen Pfeiler hin? Ja, ich krieg da einen Pfeiler hin. Läufst du hier gerade rum? Ich stehe auf meinem Boot rum. Okay, also es ist ein Baba. So, habt ihr ja schon gesehen gerade. Gut, so.
Ah, der Penner hat mich schon wieder erwischt. Sterb doch mal, du Dober. Mein Gott. Diesmal wollte er wieder gar nicht sterben. Er hat mein Schild kaputt gemacht. Ich habe direkt endlich mein Schild verbraucht, Heiko. Gut, dass er Bandagen bei hat, kann ich gleich benutzen. Ja. Nicht mal nur sein Boot bauen kann man hier. So, ja, also ist wieder mal Bootsbau heute bei mir hier. Ja, bei mir auch. Aber halt anders herum. Da. Na, komm. Danke. So. Okay, also Spitze und Boden habe ich schon mal. So, jetzt brauche ich erstmal, wie du auch, einen diagonalen Balken, um erstmal auf das Boot überhaupt drauf zu kommen. Jetzt schön sowas, ne? Ja, der macht sich dafür ganz praktisch. So. Ha! So ist das doch wunderbar. Dann kann man nämlich hier direkt überlatschen einfach. So. Ist jetzt auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Balken breit, Heiko, ne? Okay. Also ist nicht mal einen vollen Block breit, einen vollen großen Block. Ja, schon recht schmal. Ich kann mal gucken, wie ich das jetzt am besten platziere. Ja. So. Passt das. Also mein vorderes Design, irgendwie die Spitze ist irgendwie fast immer gleich bei allen Booten wahrscheinlich. Ich werde immer so bauen. Bei meinen Booten. Muss ein paar höher, schade. So. Wo habe ich das hier vorne? So, das ist dann ein Block höher. Also die Fackel nochmal einsammeln. Mit 6, das heißt 7 muss ich hoch. Und ich will das echt, dass es auch nicht sehr tief im Wasser liegt, ne? Also. Ja. Das ist der Plan. So, fackeln wir dran, damit ich auch wieder was sehe. So. Der 8. Da noch mal ein Balken. So, der passt schon wieder. Oder der natürlich. Da noch mal genau. Balken hin. Licht habe ich wieder. Planke. Geht echt schnell, wenn man jetzt so ein bisschen im Kopf einen Plan hat, wie man das bauen will. Ja. Dann geht sowas sogar relativ zügig. Gerade hier. So, passt das? Na komm, platzier es. Das machen wir hier wieder anders. Das können wir ja so nicht lassen. Das geht ja nicht. Wie lang waren wir jetzt da oben? 5. Das passt doch gut. Jetzt ein Einrücken. 1, 2, 3, 5. So. Nee, lass mal so. Dass wir wieder hier unsere versetzte Linie haben. Den Planken. Das passt schon mal. Sieht schon irgendwie witzig aus so. Okay. 3 drauf, da müssen 7er hohe Balken drauf. Eins, die 7.
Ne, leider jetzt auch. Hab ich keinen Bock drauf, das zu ändern. Hm. Wie ändere ich das? Da hat noch eine Planke zwischen. So. Geht echt wirklich schon schnell von der Hand jetzt, Heiko. Okay. Oh, du baust dann eine kleine Kabine hinten drauf, ja? Ja. Schick, schick. Jetzt mit dir genau Balken, genau. Deswegen, also im Kopf habe ich natürlich wieder ein super tolles, monströses, richtig geiles Schiff, ne? Ja. Das dann allerdings wieder zu bauen, ist ein anderes. Mhm. Immer so. Mhm. 1, 2, 4. 3. 4. Kennst mich ja vor allem, was meine Pläne im Wagen geht. Ja. Nein, ich hab, mir fehlt genau ein diagonaler Balken. Tja, musst du hier herstellen. Ja. Craften bitte. Wenn ich craft mal 2. Für den Notfall. So, diesmal plane ich aber hier gleich, Heiko, ein was macht der denn? Diesmal plane ich gleich ein Namensschild mit ein. Okay. Bei Beiboot ja selten ein Namensschild haben, ne? Bei mir haben sie das. Auch wenn nur Beiboot 1 draufsteht. Da dran. Und wieder was essen. Sag den da dran. Sag mal, lieber Herr Koch, hier kümmerst du dich eigentlich noch um was zu essen? Ja, ich muss doch noch da haben. Ich halt nicht da. Aber wir haben halt nichts hier, ne? Ne, hier unten haben wir definitiv nichts. Ne? Und ich habe gerade mein letztes gegessen, was ich hatte, deswegen. Oh. Ich habe schon lange nicht mehr gekocht, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß, deswegen. Deswegen sage ich es ja gerade. Ja. Ich habe noch Brot im Inventar. Hm. Ja, sieht ja besser aus, wie ich der Balken an der Seite habe, ey. So sieht jetzt ein bisschen kacke aus. So, wo habe ich denn da jetzt die Fuge gemacht? Hm, der ist 5 lang. So, dann einmal den Balken. So. Ich bin ja gespannt, wie die Video aussieht hier, wenn sie fertig ist. Der Steuerrad mit drin. Na, mal gucken, wie du das mit dem Steuerrad umsetzen willst. Da bin ich mal gespannt. Ja stimmt, es gibt ja ein Steuerrad, ne? Hm. Ich bin gerade überlegen, ob ich das einbauen soll. Tja, weiß ich nicht. So. Also aktuell steuerbar aus dem aus der Kajüte, mein Schiff, ne? Ja. Also Lenkverhalten angeht, ne? Ich finde das irgendwie eins zu groß. Ich weiß nicht, ob ich oben und unten kleiner machen soll. Ich glaube unten eher. Ja, das sieht besser aus. Aber machen wir dafür mal einen durchgängigen. Sieht noch besser aus. So. Oh, es wird langsam hell. Also. Oh. Ja, heute rede selbst ich mal nicht so viel. Wahnsinn. Ne? Ja.
Front steht mit Fenster. Okay. Mhm. Falsch. So. Kompletter Rumpf steht, was sagst du dazu? Interessant. Ja. Wäre jetzt also schon komplett schwimmfähig. So. Mhm. Oh, das waren Flanken. Ich wollte nicht Balken haben. Flanken brauche ich nachher noch anders für. So, und zwar einmal da. Zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. So. So, ja, ich habe die allein zu groß gemacht, fällt mir gerade so auf. Das ist jetzt schnell, ne? Ja. Das war, mir war das erstmal absichtlich. Aber mir ist nachher eingefallen, aus der Kacke aus. Ja, manchmal erkennt man erst im Hinterhand, dass man denkt, merkt so, oh Scheiße, das war jetzt nicht so gut. Ja, ich kenne das aber. Ich muss gerade auch noch kleine Anpassungen vornehmen. Dass ich auch wieder eine Möglichkeit habe, an Bord zu gehen. Mhm. Auch schon wieder ein Barbar, Alter. Geil, ich kann jetzt von oben einfach in den Kopf schießen. Weil der steht jetzt unten an meinem Boot und steht da einfach und so, jetzt habe ich ihm zwei Pfeile im Kopf gejagt. So. Okay. Hat mir also wieder ein bisschen Bronze geliefert, der Herr. Ich finde schön, wie die Barbaren uns immer Bronze liefern. Das ist. Ja. Also bessere Lieferanten gibt's gar nicht. Bronze nicht, ne? Ja, ne? Also. Boah, ich kann mir vorstellen, nachher auf der Gegenseite definitiv ein Gegengewicht brauche. Meinst du? Wird so sch. Naja. Notfalls Anker vorne hin. Vorne Anker hin, fertig, schon hast du ein Gegengewicht. Ja, stimmt wohl. Ne, aber dadurch, dass man jetzt natürlich schon ein paar Mal das gemacht hat hier, lässt sich das natürlich in der Zwischenzeit schon viel leichter bauen, sage ich mal. Mhm. Dann auf jeden Fall. Wie ist das schon wieder, einer? War nicht gerade schon wieder? Ach nee, war nur der Sack. Ja. Die waren jetzt 5 lang. Das ist mit Lampe, ne? Okay. Lampe 2 breit, ne? Falsche Länge. Fackel, die waren Fackel. Ja, nee, 1 breit, aber 3 hoch. Ja, aber ich meine vorne, von der Wand weg, 2, ne? Ich glaube ja. Oder muss ich mit die mal noch wegmachen? Und mir für die ein anderes Plätzchen überlegen. So, das hätten wir. Irgendwie interessant. Hm. So. So. So, Heiko. Ja. Ich habe jetzt sogar den Boden schon drin im Boot. Okay. So. Aber, die Folge ist schon lange wieder zu Ende. Oh.
Ja, wir sind schon bei 20 Minuten. Deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ich mache mal eben schnell ein kleines Bildchen von meinem kleinen zukünftigen Beiboot. Und sieht aus wie eine kleine Nussschale irgendwie. Und ja, wir verabschieden uns bis dahin von euch. Und also bis morgen und wünschen euch noch einen schönen Restmittwoch. Und ja, wie gesagt, bis morgen. Tschüss. Tschüss.